zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die letzte Woche der Run the Lake Challenge ist angebrochen. Wir laufen heute den Heiner See, der mit 15 Kilometern auch gleichzeitig der längste dieses Jahr ist. Letztes Jahr war dieser See auch schon mit dabei und dort sind wir, ich glaube, mit an einem heißesten Tag des Jahres langgelaufen. Da war es früh schon an knapp die 30 Grad. Das Video habe ich euch mal in die Videobeschreibung, wenn ihr mal sehen wollt, wie das Ganze im Sommer ausgesehen hat. Mein Jens ist wieder am Start. So, ja, komm. Nicht nachlassen. Schlimmste kommt zum Schluss. Wenn es kurz vor dem Ziel noch mal schön anstrengend wird und ein Berg hoch geht, toll, was muss man haben. So, See Nummer 6 von 7 ist geschafft. 5 Tage haben wir noch, um den letzten See zu machen, und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Dann haben wir auch dieses Jahr uns die Goldmedaille erlaufen. Das wird schon werden. Das wird schon werden. Samstagmorgen 8 Uhr, im Hintergrund geht die Sonne auf und wir werden jetzt unseren letzten See laufen. Wir befinden uns heute am Hasselbacher See. Läuferisch gesehen und landschaftlich ist auf jeden Fall schön. Bisschen nervig ist die lange Anfahrt, mit am weitesten entfernt von uns zu Hause, aber was soll's. Für alle, die sich überlegen, nächstes Jahr hier mit an den Start zu gehen und bei Run the Lake mitzumachen, solltet ihr dieser See wieder mit dabei sein und solltet ihr diese Stelle, die gerade eben im Video kam, sehen, seid ihr falsch und müsst wieder umdrehen. Aber wir Läufer, wir verlaufen uns ja nicht, wir machen immer nur extra Meter. Kein See ohne Ausreißer, so auch wie dieses Mal, aber scheiß drauf, wir haben es geschafft. Wir sind auch dieses Jahr Goldfinisher bei Run the Lake. Hat Spaß gemacht. Gerne mal wieder. Gerne wieder. Von mir war es das für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr Bock drauf habt, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.